Stefan Schmidt, Kapitän der Rimbacher Wölfe, herzlichen Glückwunsch zum 26:25 Sieg über Neuhausen. Ihr habt exakt 1,5 Minuten vor Schluss zum ersten Mal die Führung in diesem Spiel übernommen. Warum war es so ein harter Kampf und warum ist es dann so gut noch für euch ausgegangen? Ja, ich glaube, heute kam auf jeden Fall mal das ganze Glück, was wir bis jetzt in allen engen Spielen nicht hatten, kam heute wahrscheinlich alles auf einmal zurück. Man muss sagen, wir hatten ein bisschen Glück, haben uns aber auch reingekämpft. Es war genau das erwartet schwere Spiel mit einer unkonventionellen Abwehr, wo wir uns schwer getan haben. Sie haben heute noch ein bisschen anders gespielt als sonst. Und ja, es ging nur über Kampf und so gehen solche Spiele auch. Und ja, ich bin einfach glücklich, dass wir jetzt auch mal so einen dreckigen Sieg gemacht haben, auch mal Glück gehabt haben in den letzten Sekunden, weil genauso wie Neuhausen sich heute fühlt, so fühlen wir uns, glaube ich, die letzten Auswärtsspiele jedes Mal. Das war jetzt 1:1 plus andersrum. Ja, ich bin einfach nur glücklich und hoffentlich fällt jetzt wegen der Last ab. Matthias, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Es war ein hartes Stück Arbeit. Was geht in dir vor? Ja, ich bin unwahrscheinlich stolz auf die Jungs, die das Ding nochmal gedreht haben. Wir haben unter der Woche gesprochen, alle Unentschieden, die wir erreicht haben in der Saison, da hatten wir das Momentum zum Schluss nicht, sondern wir haben immer das letzte Tor bekommen. Und wir haben dann schon gesagt, irgendwann muss es auch mal an der Zeit sein, dass wir, wenn es unentschieden steht, den Big Point selber machen. Und dass es natürlich jetzt gleich am Samstag eintritt, ist natürlich umso schöner. Warum habt ihr euch 58,5 Minuten so schwer getan? Weil Neuhausen Handball spielen kann. Und ihr nicht? Ja, auch. Aber es ist Abstiegskampf und da geben Kleinigkeiten den Ausschlag. Da muss alles gespielt werden und Neuhausen hat es gut gemacht, spielen als Einzige in der Liga. Eine sehr unkonventionelle Abwehr, die man normalerweise nicht bespielt. Und da den Schalter in einem Spiel, wenn es hier wirklich um den Arsch geht, da umzuschalten, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und deswegen muss man die Jungs auch in Schutz nehmen, die da alles tun. Und das funktioniert natürlich nicht auf Knopfdruck. Ihr habt jetzt 29 Punkte. War das bereits der Klassenerhalt? Will ich mich nicht drauf verlassen. Also mit 32 Punkten wäre es mir wohler. Lukas, du hast in der 57. Minute den ganz, ganz wichtigen Treffer zum 23:23 erzielt. Wie hat sich das angefühlt? Ja, gut, ich hatte, glaube ich, ein wenig die Hosen voll, erst als ich auf Tor gelaufen bin. Aber ich wusste, dass das Ding rein muss und ja, dann vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Aber wichtig war das generell, ich glaube, das war jetzt nicht das wichtigste Tor an dem Abend, sondern ich glaube, da war jedes Einzelne wichtig, weil wir auch nur mit einem gewonnen haben knapp. Aber ich glaube, jetzt auch in den letzten Wochen haben wir viel unglücklich verloren und das, glaube ich, wurde dann uns auch einfach mal gegönnt oder haben wir uns verdient, dass wir heute auch mal dreckig gewinnen mit einem.